Heute fand in Rheinbach die erste Lego-Börse statt. In der Halle tummelten sich sehr viele Händler mit jede Menge Lego-Steinen und allem rundum, allem, was das Herz begehrt. Es gab viele bunte Steine, tolle Sets, alte sowie neue und natürlich viele bekannte Gesichter zu sehen. Es gab auch einige Star Wars Cosplayer, die dabei geholfen haben, die Tombola so richtig spaßig zu gestalten. Denn mit jedem Eintrittsticket hatte man auch die Möglichkeit, bei der Tombola einen Preis zu gewinnen. Ich hatte Glück und ein paar meiner Bekannten wollten ihre Tickets nicht bzw. waren nicht mehr da. Aber leider hatte ich doch nicht so viel Glück, denn leider habe ich nichts gewonnen. Aber das macht ja nichts. Wir hatten trotzdem Spaß. Und hier jetzt ein paar der tollen Sachen, die ihr in der Halle finden konntet.